Hey ho, ich bin Tommy Something und das ist meine Top 5 der tierischen Begleiter in Videospielen. Der Vorschlag, diese Liste zu machen, wurde von The Yoshi Sniper gemacht, einem sehr treuen Zuschauer. Ja, ich mach ja schon. In dieser Top-Liste finden wir alle tierischen Begleiter, die erstens nicht die Hauptrolle sind und zweitens nicht der menschlichen Sprache mächtig. Mit welchem tierischen Begleiter seid ihr am liebsten durch Videospielwelten gereist? Schreibt es mir unten in die Kommentare. Jetzt wollen wir aber keine weitere Zeit verlieren, so ein Tier braucht ja auch eine ganze Menge Aufmerksamkeit. Hier kommt sie, meine Top 5 der besten tierischen Begleiter in Videospielen. Und los geht's mit Nummer 5. Was ist schöner als ein treuer Hund? Ein Hund, den ihr als Welpen in der Wüste gefunden habt und der dann auch noch von eurer Militärbasis großgezogen wird. Darf ich vorstellen, Diamond Dog oder kurz D-Dog. Er ist loyal und er macht das, was man ihm sagt, anders als andere Hunde in anderen Games. Diamond Dog aus Metal Gear Solid 5 ist einfach ein Hund zum Basenstehlen und verdient sich damit den Platz Nummer 5. Nummer 4. Bei Rush aus Mega Man musste ich lange überlegen, ob er nun mehr ein Roboter oder ein Hund ist. Aber er verhält sich mehr wie ein Hund, also zähle ich ihn zu den Hunden. Rush ist ein verdammtes Schweizer Taschenmesser und hat für jede Situation die passende Ausstattung. Ihr könnt sogar mit ihm wie auf einem Hoverboard fliegen. Als dieses Level kam, ist mir als Kind fast der Kopf explodiert. Rush, der treue Robo-Hund aus Mega Man, landet damit auf dem vierten Platz. Nummer 3. Diese beiden Pferde werden wohl in die Videospielgeschichte eingehen. Epona aus The Legend of Zelda und Agro aus Shadow of the Colossus. Beide bringen euch sicher ans Ziel bzw. direkt zum Endgegner. Und gerade Agro erwartet ein ziemlich tragisches Schicksal. Wer einmal auf diesen Pferden geritten ist, der weiß, was ein Abenteuer bedeutet. Beide sind gleich bedeutsam und nützlich und deswegen bekommen auch Epona und Agro den Platz Nummer 3. Nummer 2. Keine Liste über tierische Begleiter wäre komplett ohne Yoshi. Dieser kleine Dino ist nicht nur verdammt praktisch in einer Vielzahl von Super Mario Leveln, sondern ist auch über die Zeit so populär geworden, dass er mittlerweile seine ganz eigenen Games hat. Egal wie oft wir dich geopfert haben, um noch höher zu springen, du hast uns nie verurteilt und warst immer an unserer Seite, wenn wir dich gebraucht haben. Damit geht der zweite Platz an Yoshi. Und Nummer 1 ist... Wie könnte es anders sein? Es gibt mittlerweile über 700 von ihnen und eigentlich ist für jeden wenigstens eins dabei. Als 1999 das erste Game in Europa erschien, waren die Leute weltweit hooked. Und auch Jahre später scheint sich das nicht zu ändern. Sucht euch also euer Lieblings-Pokémon aus und setzt es auf diesen Platz. Für mich wäre das übrigens ein Glurak namens Zippo. Ungelogen, so nenne ich meine Glumandas seit der ersten Klasse. Pokémon, und zwar alle von ihnen, landen damit auf dem Platz Nummer 1. Hey ho, ich bin Tommy Something und das ist meine Flop 5 der schlechtesten Superhelden-Games. Es wurde ja schon ein paar Mal von euch vorgeschlagen, dass ich diese Top-Liste mache und ich dachte, ja, jetzt ist der richtige Zeitpunkt. Wenn ihr euch fragt, warum, ich glaube, ich sollte mal langsam anfangen, all eure großartigen Vorschläge abzuarbeiten.